Erneut steht Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig im Verdacht, brisante Zusammenarbeit mit Russland auf dem Technologiesektor unterstützt zu haben. Diesmal geht es um Komponenten, die auch in Hubschraubern der russischen Waffenschmiede Russian Helicopters Verwendung finden könnten. Mit Unterstützung der Landesregierung Schwesigs lieferte das Rostocker Luft- und Raumfahrtunternehmen Lubratec zivile Hubschraubertechnik nach Russland, auch nach der Invasion auf der Krim. Der Fall fügt sich in die russlandfreundliche Politik, die Mecklenburg-Vorpommern auch bei der Nord Stream 2 Pipeline verfolgt hat. Darüber möchte ich sprechen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und zwar mit Alexei Hock aus der Redaktion Welt Investigativ. Willkommen hier im Studio. Was ist denn so problematisch, so heikel an eben dieser Zusammenarbeit damals? Im Grunde geht es um zwei Projekte. Einmal geht es um eine unbemannte Drohne, die in Rostock vom Band laufen sollte, bei Lubratec, und einmal um einen leichten Passagierhubschrauber. Problematisch ist dabei, dass der Kooperationspartner von Lubratec auf russischer Seite VR Technologies ist. Das ist eine hundertprozentige Tochter von Russian Helicopters. Und Russian Helicopters, zu der Zeit, als diese Projekte geplant worden sind, war unter den Top 30 Rüstungsunternehmen weltweit. Sowohl Schwesig persönlich als auch das CDU-geführte Wirtschaftsministerium damals haben sich für die Kooperation eingesetzt und haben die Augen davor verschlossen, dass zum Beispiel Chef der Holding, unter dieser sowohl Russian Helicopters als auch VR Technologies stehen, seit der Krim-Annexion zum Beispiel schon auf der Sanktionsliste der EU standen. Und zum anderen muss man sich die Frage stellen, wenn Schwesig und das Ministerium beteuern, es handelte sich um zivile Projekte. Inwiefern konnte man damals überhaupt Russian Helicopters so etwas glauben? Schließlich ist es Technologie, die theoretisch auch woanders verwendet werden könnte. Naja, aber das ist ja meistens so, dass Technologie immer verwendet werden kann für die eine wie für die andere Seite, für die gute wie für die böse Seite. Trotzdem nochmal natürlich die Frage, wollten oder konnte Frau Schwesig bzw. die entsprechenden Männer und Frauen, die Verantwortung dafür trugen, nicht sehen, an wen letztendlich dieses Know-how, diese Technik geht? Man muss sagen, man wollte es nicht sehen, weil die Statistiken gab es alle damals. Die Sanktionen hatten Bestand. Zwar nicht mit Russian Helicopters an sich, aber eben mit der Person, die ganz an der Spitze dieser Rüstungsholding steht. Und generell muss man sagen, dass das sich in den russlandfreundlichen Kurs von Schwesig und ihrer Landesregierung fügt zu der damaligen Zeit. Man hat diese Kooperation vorangetrieben nach der Krim-Annexion, nachdem der Ex-Spion Skripal in Großbritannien vergiftet worden ist. Und sogar nachdem der Oppositionspolitiker Nawalny in Berlin behandelt werden musste, nachdem er mit Novichok vergiftet worden ist, hatte dieses Hubschrauberprojekt, was angeblich zivil sein soll, immer noch Bestand. Da wurde es vorangetrieben, also bis ganz nah an die Kriegsinvasion. Inwiefern wird damit der Druck auf die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern und die Ministerpräsidentin noch größer, als er bisher ja schon durch Nord Stream 2 geworden ist? Ich denke, wird schon mal ein ordentliches Stück größer. Der Unterschied ist jetzt, wenn wir bei Nord Stream, wenn Manuela Schwesig da immer sagen konnte, es war die Verantwortung des Energieministers damals, dieses Projekt vorangetrieben hat. Damals war das im Rahmen der Wirtschaftspolitik und der Außenwirtschaftspolitik der Bundesregierung, dieses Projekt überhaupt fertigzustellen. So haben wir bei dieser Kooperation jetzt tatsächlich ein persönliches Einsetzen der Ministerpräsidentin für eine Kooperation mit Russian Helicopters. Und das könnte durchaus problematisch werden. Gibt es Informationen darüber, ob alle Brücken abgebrochen worden sind oder gibt es möglicherweise noch Kontakte? Wir haben keine Hinweise darauf, dass aktuell diese Kontakte, die damals auch mit Hilfe der Landesregierung aufgebaut worden sind, weiter Bestand haben. Alexei Hock war das bei mir im Studio. Wenn Sie nachlesen möchten, worum es geht, einfach mal die Welt zur Hand nehmen. Da steht dann alles etwas genauer noch drin. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.